Hallo und herzlich willkommen zu den digitalen Quick-Tipps von und mit Arno Burger. Leider ist es in Microsoft Teams in der Desktop-App immer noch nicht möglich, mehrere Fenster des kollaborativen Teils gleichzeitig aufzumachen. Es gibt inzwischen eine Funktion, die da ein bisschen Abhilfe schafft, und das ist die Möglichkeit, hier links oben über das Zurück nicht nur zum letzten Schritt zu springen und so mehrere Schritte zurückzuspringen, sondern gezielt, indem ihr die Maustaste draufsetzt und dann einen älteren Schritt auswählt, zum Beispiel eine Datei, die ihr geöffnet hattet, oder den Kalender oder auch einfach einen Kanal direkt aufrufen könnt, ohne dass ihr dafür mehrfach auf Zurückklicken müsst. Wenn ihr tatsächlich mehrere Fenster braucht, dann wäre ein möglicher Weg, dass ihr zusätzlich einen Browser aufmacht. In dem Browser meldet ihr euch an mit einer entsprechenden Kennung. Das ist jetzt hier meine persönliche Kennung und nicht die Akademie-Kennung, die ich sonst hier in Teams für die Videos verwende. Und dann klickt ihr auf das Symbol für Teams und habt jetzt Teams einmal mit der einen Kennung und einmal mit der anderen Kennung offen. Also einmal im Browser mit einer anderen Kennung als in der Windows Desktop App. Ich hoffe, das hilft euch in eurer alltäglichen Arbeit weiter. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Wenn ihr noch so ein bisschen unklar seid mit diesem Unterschied kollaborative Umgebung, Online-Meeting-Umgebung, schaut euch gerne auch mein Grundlagenvideo dazu an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir gerne einen Like und schaut den Kanal weiter. Ciao, euer Arno.